aus Reußenkögel, Schleswig-Holstein von GP Joule Connect. Mein Name ist Torben Jöns und wir sind das Systemhaus für die neue Mobilität. Wir als GP Joule Connect uns gibt es seit 2015. Das heißt, wir haben ganz viel Aufbauarbeit zum Anfang geleistet und sind mit der Elektromobilität gewachsen. Das heißt, zum Anfang waren Projekte 10, 20 Ladepunkte extrem groß. Dann hatten wir kommunale Umstellungen. Da wurde auf Schlag ein Fuhrpark umgestellt mit 36 Fahrzeugen. Das war in 2019 sozusagen ein Highlight. Da ging es aber dann auch um Speichertechnologien als Puffer. Da ging es um eigene PV-Erzeugung. Da ging es auch darum, das Flottenmanagement zu digitalisieren. Das war so ein richtiges Vorreiterprojekt. Und dann über die Jahre ist es einfach gewachsen. Das eine ist vielleicht ein Beispiel, das kommt aus der Quartiersentwicklung. Da wird ein komplettes Quartier in einer alten ehemaligen Kaserne im Frankfurter Umland umgerüstet. Da sollen nachher, ich würde mal sagen, so 1600, 1700 Leute und Menschen wohnen, Privat, Gewerbe im Mix. Und da wollen wir dazu beitragen, dass der Zweitwagen einfach verschwindet. Also da machen wir eine Sharing-Lösung. Da gibt es 12 Sharing-Hubs für Fahrräder, Autos, Cargo-Bikes als Anknüpfpunkt zum ÖPNV. Und wir bauen nicht nur die Ladeinfrastruktur auf oder die Postboxen und machen da auch ein Wi-Fi- und LoRaWAN-Netz, sondern im Zweifel geht es noch so weit, dass wir diese komplette digitale Journey, also wir bauen eine App auf für dieses Quartier, dass wir das vernetzen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir eine Grundweisheit als GP Joule Connect preisgeben wollen können. Was wir aber sagen können, ist, das sieht man an den Strompreisen oder allgemein an den volatilen Preisen am Rohstoffmarkt, dass es unglaublich viel Sinn macht, sein eigenes System aufzubauen. Dass man sich unabhängig macht, ob man jetzt eine PV-Anlage mit dazu aufbaut, ob es ein PV-Carbot ist, ob es ein Pufferspeicher ist. Gerade auch im Bereich High-Power-Charging sind Speicherlösungen wahnsinnig interessant und auch monetär interessant, wenn man sich nicht die nächste Generation Trafo oder den nächstgrößeren Netzanschluss anschaffen muss, sondern sein eigenes unabhängiges System aufbaut und das im Rahmen, wie es dann auch einfach mit seinem eigenen Verbrauch und mit seinem Anspruch funktioniert. Die Anfangszeit, also Energiewende zu koppeln mit der Mobilitätswende, war viel Aufklärungsarbeit. Das ist analog jetzt zu dem Update im Bereich Wasserstoff. Da sieht es noch ziemlich ähnlich aus. Ist immer sehr, sehr interessant, aber die Umsetzung, die hat noch zu wünschen übrig gelassen. Das hat sich komplett gedreht. Ich würde sagen, seit Anfang 2020 ist es ein ziemlich starker, kein Nachfragemarkt mehr, sondern ein Angebotsmarkt. Und jetzt kommt es darauf an, dass man die richtigen Partner hat. Das heißt, das sind die Energieversorger, das sind die Städtebauplaner, das sind Ingenieursbüros, das sind aber auch die örtlichen Handwerker. Also wir binden auch die Region mit ein, das muss unser Ansatz sein. Wir können nicht überall in Deutschland per Direktvertrieb am Start sein, wir können nicht überall alles selber mit unseren Elektrikern aufbauen, sondern wir vernetzen und bauen ein gesamtes System auf. Und das funktioniert nur mit Leistungspartnern vor Ort. Förderprogramme sind wichtig, also nochmal wiederholt, wir haben große Förderprogramme. Wichtig ist auch, dass man regional nochmal in die Cluster reinschaut, wen habe ich vor Ort, welches Gewerbe, was kann ich vielleicht noch stärker fördern, als das der Bundestopf hergibt. Das haben wir aus Erfahrung mitbekommen, leben wir als Erfahrung, dass die Landesförderprogramme tatsächlich sehr, sehr stark auch an die Region angepasst sind. Und eine Bitte an die Politik ist einfach, dass man die Leistungspartner und die leistungsstarken Unternehmen bei den Entscheidungen mit reinnimmt, welche Förderkulissen für die Zukunft auch interessant sind, sodass es nicht starre Programme sind, sondern flexibel und sich auch an den Bedarf so ein bisschen orientieren. Also im Moment haben wir eigentlich zwei Herausforderungen. Die eine Herausforderung ist tatsächlich, gibt es überhaupt noch die Hardware? Also in 2022 geht es nicht darum, dass man gerne Projekte umsetzen möchte, sondern dass man Projekte auch wirklich zeitnah in die Realisierung bringt, damit man sie umsetzen kann. Das ist so die eine Sache, das ist einfach der Hersteller. Das können Ladestationen sein, das können Trafostationen sein, das kann aber der komplette Rohstoffmarkt auch sein. Und ein zweiter Teil ist, und da sehe ich auch noch extrem viel Potenzial nach oben, dass die Geschwindigkeit, wie wir beim Antragsverfahren auch mit,
mit den Netzagenturen, mit den Netzgesellschaften vor Ort, wie wir da einfach keine Geschwindigkeit in Zukunft verlieren. Das ist so für uns immer so eine ziemliche Blackbox, ist der Netzbetreiber und die Reaktionszeiten, die kann man einfach nicht beeinflussen. Was man schon sagen kann, dass ein Unternehmen wie GP Joule oder auch ein Unternehmen aus dem Markt erneuerbare Elektromobilität wahnsinnig spannend ist, auch für den Arbeitsmarkt. Also wir haben keine Probleme, gute, interessierte, motivierte Leute zu finden, aber ist schon tatsächlich ein bisschen schwieriger, überall alles zu finden. Also wir ziehen auch mit unseren Büros ein wenig den Fachkräften hinterher. Was für uns tatsächlich als GP Joule wahnsinnig interessant ist, ist, mit anderen Unternehmen zu kooperieren, um eine Kundenlösung zu finden, die noch einen Ticken besser ist als das, was jeder in seinem eigenen Turm ansonsten zusammenbaut. Und das kann nur der Anspruch sein, auch der Anspruch vom BEM, dass man sich zusammentut und dann schaut, was kundenorientiert, marktorientiert und vielleicht auch technikorientiert möglich ist. Und dann geht man den einen Schritt voraus und das zeigt auch Elon Musk. Also man muss nicht immer an die Grenzen glauben und sich da festsetzen, sondern einfach auch mal ein bisschen machen. Und das macht Sinn, wenn da unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Winkel sich dann einfach mal treffen. Wir wissen nicht alles über die Elektromobilität. Wir wissen ziemlich gut Bescheid in unserem Cluster. Das ist das Ingenieurswesen, das ist die Elektrotechnik, das ist die Kombination von allem, was State of the Art am Markt ist. Und wir haben einen guten Blick, würde ich mal sagen, so zum Horizont. Aber was darüber hinaus ist, ob wir induktiv laden, ob das Auto nachher ein fahrender Zielpunkt ist, das wissen wir nicht. Aber wir freuen uns, dass wir mit neuen Technologien dann umgehen dürfen und für Kunden halt jetzt schon was projektieren, was auch in Zukunft funktioniert. Das, glaube ich, wichtig ist immer Technologie und Zukunftsoffenheit.